Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Dani Rolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. In der letzten Folge haben wir Alvin fertig gemacht. Sind wieder mit Rowan und Elise unterwegs und ich nehme erstmal 100 Gold, geil. Und ja, ich habe jetzt mal einfach, ja, naja, eigentlich stimmt es ja nicht. Eigentlich sind wir ja von Alvin fertig gemacht worden. Aber ich habe es dann nochmal versucht gegen ihn und dann habe ich gewonnen. Und ich habe jetzt den Spielstand genommen, wo ich Alvin fertig gemacht habe. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Ich habe nur so 10.000 oder 5.000 Erfahrungspunkte dazu bekommen. Und ein Krieger-Emblem, aber mehr auch nicht. Und was? This cannot Was ist das be. Intro? Could she have reacted in ways I did not foresee? Someone must have been influencing Mila, possibly controlling her. Did the Four share with her the truth? Impossible. They would never disobey my command. Mila, why did you stray from the path? I know not what to make of this. Ich nehme an, das war der echte Maxwell. Da war der Typ aus dem Artbook. Ich habe ja hier auch die Collectors Edition und im Artbook war der Typ auch, aber da war der als Fragezeichen markiert. Okay. Hätte ich mir aber eigentlich schon denken können. Boah, habe ich aber jetzt nicht dran gedacht. So, ein neuer Anfang. Oh, da fällt mir gerade ein. Okay, nach dem Skit. Jude seems a little different now. I'm not sure what it is. Yeah, maybe he's grown a little tougher. Young men can mature dramatically in very short periods of time. Jude seems to have found the resolve to confront the harsh truths of the world. Women grow up too, you know. We have no choice but to. Yes. So you can grow big bazongas like Mila. That's not the sort of growing up we mean. I shall do whatever I must to see you all safely and okay. Na okay, jetzt wird schon einfach wieder nur gruselig. Na gut, Liliumkugeln. Wir haben glaube ich so einige Charaktere haben so ein paar Level Ups. Was heißt die Level Ups? Liliumkugeln. Überschreitungsverlängerung. Wo ist denn hier? Warte mal, ich möchte mal die erste Kugel. Es gibt ja noch hier resistent gegen Dunkelheit. Da habe ich auch schon mal letztens nachgeguckt, aber nichts Interessantes. Hier ist eine Art. Genau, Leia, die hatte noch eine Art, stimmt. Boah, Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob man immer irgendwas hört, wenn ich mich entschuldige, aber dann stoße ich meistens auf oder Huste oder irgendwie sowas. Also immer wenn ich entschuldige sage, mache ich irgendwas Unanständiges, was nicht in ein Let's Play reingehört. Und das sind nochmal solche Geräusche. So, Elementarimpuls. La. La? Was? Was labert der da? Was haben wir? Resistenz gegen Feuer. Nee. Aber irgendwann muss ich die Dinge auch lernen. Hier, FP. Ah, was soll's. Komm, Armee. So, und du bekommst jetzt hier dein Schlüsseldingen. Erstmal. Beweglichkeit. So, und dann gucken wir mal, was hast du denn noch? Resistenz gegen Feuer, Psyche, nein. FP, ja. Geschicklichkeit. Resistenz gegen Wasser, KP um 10%. Wäre auch nicht schlecht. Vitalität, man, dass wir hier schon so weit sind mit der Kugel. Ja, können wir die nicht nur eigentlich weitermachen? Nee, ich glaube nicht, ne? Kugel 1, ja, Kugel 1. Wo sind noch FP? FP? Ui, ja. Mit KP, gerne.
Irgendwie bin ich FP geil. Ich weiß auch nicht wieso. So, das nehmen wir jetzt auch noch mit. Zack. Vitalität. Wir haben ja jetzt die FP. Und ja. Nee, scheiße, das schaffen wir nicht. Warte mal, ja, das nehmen wir auch noch. Njum. Totstellen. Okay, ach so, ja, stimmt. Ich sage mit Jude, mach mal auch die erste Kugel noch. Einfach so. Wer weiß, vielleicht lohnt sich das hier. Das haben wir noch nicht. So, haben wir eine Menge gelernt. Mit Jude. Du erweiterst erstmal das Ding. Old Man. Und wo gibt's FP? Ja, du bekommst Intelligenz erstmal. Tu mal ein bisschen intelligent. I see what you did there. Level. Was gibt's denn hier? Intelligenz, ja. Mann, richtig intelligent gelevelt. Ha, ich hab schon wieder gemacht. Oh Gott. So, jetzt noch ein paar FP und. Ach, da oben, verdammt. Oder hier. Ah. Ach, jetzt sind wieder diese Kackdinger hier. Hier, FP. Die sind Gold wert. Nein. Aber hier sind wieder FP. Mann. Ich kann es nicht lassen. So, gucken wir mal bei der ersten Kugel. Habe ich bei Rome gar nicht, ne? So, dann. Da sind FP da unten. Erdschutz. Könnte als Heiler auch nützlich sein. Noch mehr FP. Angriff. Ah, wenn wir schon dabei sind, nehmen wir das auch noch. Jo, jetzt ist die erste Lilium-Kugel schon fast voll. Hier sind noch mehr FP. Und da auch. Aber ich glaube, sie braucht gar nicht so viele. Ja, da haben wir schon wieder hier gleich 10 Minuten gelevelt, wenn das so weitergeht. Hier sind FP. Ha. So, und das war's. Schade. Okay. Hab ich irgendwie gedacht, da kommt ein Titel. Warum auch immer. So, jetzt können wir wieder ausgeben. 216. Trankeffizienz. Heilige Tränke und Münstertrinke. Ja. Das kann doch nützlich sein. Mehr als 4 Treffer, 20%. Der Effekt des KP gewinnt, steigt mit deinem Combo. Ja. Ja. Windschutz. Weil sie als Luftkämpferin. Jetzt und keine Ahnung. So, was hast du denn noch alles? TP-Schub. Oh, während TP vollständig. Okay. Beweglichkeit, noch mehr. Wow, und das war's schon wieder. So, Intelligenz, ja. Und Grenzfieber, ja. Ja. Nein, geht nicht, verdammt. Okay, dann irgendwas anderes. Zum Beispiel das. So, und wow. Ja. Nee. Du bekommst alle Schutzdinger hier, damit du auch in der Sache eine verbundene Art ausgelöst werden. Ja. Bei Abwehr werden die KP langsam aufgeladen. Ja. Mit dem Zauberschutz. Ja, super. Ja. Was ist das denn da draußen? Nein, das war gut hier. Fängt es da draußen an, wie bekloppt zu regnen. Und das hört man jetzt hier alles an den Scheiben. Ich glaub's nicht. So, Shops. Wir haben schon 10 Minuten verballert. Kann ich den Rest auch noch verballern? Kommt bestimmt super rüber. So, Blätter. Blätter. Oder nee, ich habe ja kurz davor, genau. Da 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 da. Ah, wow. Da, 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 da.
Geil. Dingens haben wir nicht mehr, ne? Doch, da waren 7 gerade. Verdammt, bringt gar nichts. Bienenstöcke und so was. Verdammt. Was haben wir hier Lebensmittel denn tatsächlich? Genau. Stressabbau. Ja. Are you getting tired? A little bit. Brauchen Sie ein Mittagsschläfchen, mein guter Herr? Hey Elise, can we borrow Tipo for a sec? Huh? Give Tipo a squeeze. You'll feel better. Oh, this does feel good. Just the right amount of resistance. I could do this all day. No, stop! I can't take any more! Ah, all the stress has drained through my fingers. I know, right? It's crazy addictive. Oh no, he's gonna get all stretched out. I feel so violated. Oh Gott. Ja, okay. Falls ich irgendwann mal gesagt habe, dass ich Tipo nicht mag, nehme ich es zurück. Oh, jetzt bin ich schon wieder hier. Na komm, ihr Insekten-Dinger. Ihr werdet doch schon irgendwie was brauchen. Hier. Meinetwegen. So, Level 60. Energiestab. Flamme. Alles weggedrückt. So, wir haben so viele Insekten hier. Kauft man Insekten, Mann. Level 60. Seltene Stiefel. Und das war's. Na gut, dann können wir hier halt Lebensmittelhände auch noch ein bisschen raufballern. So, dann haben wir in diesem Part nichts erreicht. Yeah. Ihr dürft euch jetzt freuen. Okay, wir haben ein paar Titel bekommen. Und ein Stück Holz haben wir. Ja. Ich hab direkt hier einlösen. Nein. Und ja. Wo müssen wir überhaupt hin? Ach ja, nach Fenmon. Kann ich jetzt überall hin? Ja! Schalten, wo bist du? Ich will meine Federn abgeben. Für Ruhm und Ehre, Geld und ultimative Waffen. Ja, ich bin immer noch überzeugt davon. Ja, ich müsste jetzt bestimmt schon 500 oder so haben. Hi, kauf meine Federn. Oh, sieht aus, als hätte der Rahmen schwarze Federn gefunden. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt nun 400 Rahmen schwarze Federn gesammelt. Das ist eine ausgezeichnete Leistung. Ich bewundere eure eure Entschlossenheit. Egal, hier ist etwas zur Feier des Tages. Elegant Damengewand. Schicke damenhafte Kleidung mit bodischen Mini-Rock und Schleife. Ist ein Kostüm? Lässiges Outfit. Ein lässiges Outfit mit Betonung des Sneakers und des Kapuzenpullis unter der Jacke. Ja toll. Das sind genau die ich jetzt gerade nicht dabei habe. Ja. Oh. Okay, ja klar. So immer noch den gleichen Mist. Ja? Weg damit. Okay. Kann ich noch mehr? Kein Glück bei der Sucht nach Federn? Naja. Wie viel haben wir denn jetzt? 425. Von unter dem Titel kann man ja gucken. Von 2360. Hier, Rabenschwarzer Bussard oder irgendwie sowas. Noch 39. 34, mein Gott. Ja, ich glaube bescheuert. Verdammt, jetzt habe ich 2 Kostüme und kann die nicht sehen, ey. Was ist das denn? Das nennt man Karma. Videospiel Karma. Warte mal. Ja, okay, schon gut. Ich führe einen neuen Running Gag ein. Videospiel Karma. Geht das bei Pokémon? Man läuft die ganze Zeit hier an einem bestimmten Pokémon vorbei und wenn man es dann sucht und fangen will, dann kreuzt es natürlich nicht auf. Ja, oder man ist die ganze Zeit am Trainieren, will trainieren, kommt keine Zufallskämpfe, aber wenn du irgendwie durch eine durch eine Dungeon oder so gehst, dann kommen auf einmal zig Milliarden Kämpfe. Ja, ich habe 2 Kostüme hier bekommen, aber kann sie nicht ansehen, weil ich jetzt gerade diese 2 Charaktere nicht dabei habe. Schön. Aber ich würde sagen, ich verabschiede mich dann für heute und wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play Tales of Xillia. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss.